Welcome to Q Science Labs. Please eat the warp candy at the end of the chamber. Hallo. Fear for your safety. It might be completely safe. Okay. Okay. Hi. Wir spielen ein Spiel namens Quush, was übrigens ein unfassbar cooler Name ist. Und das ist ein Spiel, das mir gerade auf Twitter vorgeschlagen wurde. Und es scheint relativ interessant zu sein, denn wir müssen uns jetzt auf den Weg zu dem Warp Candy machen. Köstlich. Schmeckt wie schon mal verdautes. Und jetzt auf jeden Fall halt mal den Butterzähler. Dankeschön. Jetzt kann ich mich da so rumwarpen. Und da ist das Ziel, da muss ich mich hochwarpen. Und weiter habe ich das Spiel nicht angeschaut. Yay! So, ist jetzt eine Erkennung, was mich erwartet. Erzähler! Yeah! Ich werde wissenschaftlich! Woo! Ja. Wissenschaft. Wuhu. Okay. Ich verstehe. Was bist du? Hallo. Was? Zum Teufel ist das? Ich verstehe nicht, was es mit dem Block sollte, aber okay. Ey, ich will mal nicht so sein. Yes! Yeah! Gib mir Süßigkeiten! Ich mag Süßigkeiten. Komm mal her, Alter. Jetzt lass mich hier rüber. Gott, ich mag das Spiel gerade, wisst ihr? Das ist immer eine ganz gute Sache, wenn Leute mir Spiele vorschlagen, weil im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, ob ihr es euch schon denken konntet, aber bin ich mit den meisten Flashgames relativ vertraut. Und das ist ein Spiel. Das ist, ich habe noch nie irgendwas davon gehört, das ist inzwischen schon, ja, das ist 3 Jahre und 8 Tage alt inzwischen und hat wurde 370.000 Mal gespielt, also nicht, ah! I can destroy you at any time, solely for my own amusement. Leck mich! Okay. You didn't think that was funny? Nein, es war nicht lustig. You probably don't have feelings, then. That's good data. Hahaha, du bist eine Maschine. Ja, ist jetzt kein Portrait Stanley Parable, der Typ. Wie auch immer. Solche Spiele sind immer, ist relativ schwer zu finden, weil es ist nicht so populär aus irgendeinem Grund, das ist ein super Spiel. Deswegen sind Vorschläge manchmal keine verkehrte Sache. Ja. Und danke, das war alles, was ich erwähnen wollte. Okay, cool. Wo muss ich hin? Helfen wir mal da hoch. Und achso, da will ich hin. Oh Gott, dahin? Nein! Fuck! Sei verflucht, du kleiner grüner Blob, Mann. Ah. Oh Gott, oh Gott. Okay. Versuchen wir einfach. Ich habe genug Zeit. Fuck! Du kleiner grüner Quuschblob! Lass mich nicht im Stich, ich muss jetzt auf die Scheiße hoch. Weißt du, was auch keine verkehrte Sache wäre? Dieses Zeug, das die Leute Musik nennen. Verstehst du? Schau mal. Was zum Teufel ist das? Schon mal davon gehört? Nein, ich auch nicht. Ernsthaft, was war das gerade mit dem Glas? Das war überhaupt nicht seltsam oder so. Nee, das ist, ganz normal. Ich mag dich nicht, komischer Erzählertyp. Ich mag dich absolut nicht, nur damit du es weißt. Woo! Nein! Ich habe die Süßigkeiten verfehlt. Are you still upset about me destroying you in that last chamber? Oh, well, I guess you might be upset if you had feelings. Wisst ihr, warum er mich gerade eben kaputt gemacht hat, um mir zu zeigen, dass die Teile, von denen ich nicht wusste, was die sein sollen, dass die Checkpoints sind? Oh, hat er nicht getan. Doch, hat er. Oh mein Gott, er hat's getan. So, Block. Der bewegt dich da nach oben. Ich bin erstaunt, dass das Spiel bisher wirklich noch relativ simpel ist, könnte man fast sagen. Ja, man könnte es fast sagen, wenn man das denn wollte. Aber will man das? Ich weiß es nicht. Checkpoint! So, was haben wir? Fuck! Okay. Wir wollen also an das Candy-Teil ran. Hab ich gehört? Yes! Köstliche, köstliche Süßigkeiten! Köstlich, köstlich, köstlich! Ah, shit. Nein, au. Au, 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 au. Das war so nicht zu 100% beabsichtigt. Fuck!
Ach so. Ah, okay, ich weiß, was ich machen muss. Pass auf, wir gehen da drauf und dann bam. Yeah. Und schon sind wir am Ziel. Und komm mal hier hin. So, was mache ich jetzt mit dir am besten? Ich glaube, ich will... Ja, hier hoch und dann bam. Yeah. Fuck. Shit. Problem ist, wenn ich die Box hier da hochworfe, dann... Ich habe das Gefühl... Ah, shit. Bleib mal da, Alter. Also, wenn ich die Box hier jetzt mit mir, wenn ich die mit mir Position tauschen lasse, dann habe ich das Gefühl, dass ich... Doch, ich komme hier noch hoch. Okay, das ist cool. Bam, hier rüber und... Ziel! Wundervoll! Chamber 5! Ja, difficult. Fuck, ich wollte schauen, ob ich darüber kann. You are accustomed to using your warp ability. You shouldn't have gotten so attached. Ja. Ich bin ziemlich hart gewohnt, das einzusetzen. If you hold down your warp power, you'll see something really cool happen. Slow motion is very useful for timing challenges. Ah, okay. Oh, Moment. Was, wenn ich... Kommst du bitte runter? Ich bin hier gerade im Slow-Motion-Modus unterwegs. Fuck! Wie mache ich das am besten? Achso, Moment, ich weiß, wie ich es mache. Es ist im Grunde sehr simpel. So ganz prinzipiell. Ach du Scheiße. Will ich darüber? Fuck! Ich glaube, ich wollte irgendwie darüber, aber irgendwie auch nicht. War eine ganz seltsame Situation. Oh, Moment. Ich kann die hoch. Okay. Was haben wir hier? Ja, hier haben wir... Oh. Das ist ziemlich freundlich. Danke, du liebe Kiste. Dankeschön. Nette Kiste. Ich weiß gar nicht, was die Leute gegen diese Kiste mal haben. Fuck. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich an die Süßigkeiten rankomme. Deswegen ist es mir leider egal. Tut mir leid, das so zu sagen. Es ist mir egal. So. Komm mal hier hoch, Alter. Lass mich da hoch und dann... Geh mal da rüber, lass mich da rüber. Und dann komm hier runter. Dummkopf. Ah, der Laser. Der Laser des Bösen. Warte mal. Ich glaube, ich habe hier unter Umständen einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar... Warte mal. Warte mal. Die Stacheln. Oh. Oh, Moment doch. Komm hier runter, du Würfel. Du musst runter. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Pass auf. Pass auf. Bam. Der geht darauf. Dann gehe ich darauf. Dann lasse ich mich so weg huschen. Gehe ich da rein. Dann gehe ich da hoch. Dann gehe ich da hoch. Und dann haben wir es geschafft. Allerdings möchte ich noch herausfinden, ob da ganz oben vielleicht noch was ist. Wahrscheinlich Stacheln, die mich umbringen wollen, oder? Da ist bestimmt was. Ich glaube dir nicht. This area is useless to the test. Don't do that again. Ist ja gut. Oh Gott, dieser Erzähler. Der will ein bisschen zu sehr lustig sein. Mach doch den Play-Kanal! Tut mir leid. Oh fuck, hier könnte ich jetzt ziemlich hart verkacken. Yes! Ich habe aber nicht verkackt. Ich habe es geschafft. Wundervoll. Kammer Nummer 6. Was a test subject here too. Oh, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, meine Mutter war auch ein Testsubjekt. Oh, wie kann er es wagen? Oh, lass meine Mutter aus dem Spiel. Oh, der hat mich so bedient. Fuck! Die Stacheln haben mich jetzt gerade ziemlich hart bedient, indem sie einfach meinen Popo berührt haben. Ihr bösen Stacheln. Einfach knapp. Me of how much better a tester your mother was.
Ja. Das habe ich schon von vielen gehört, dass es ziemlich gut war, meine Mutter zu... Hör auf, sowas zu sagen, bitte. Hör auf, sowas zu sagen, Alter. Warte mal. Shit. Warte mal. Warte mal. Dich packen wir hier hin. Und dann mache ich hier und dann. Okay, cool. Habe ich es geschafft? War das genug? Yes! Oh, ich bin so gut! Ich bin so verfickt gut in diesem Spiel. Oh. Mir fehlen die Worte, weil ich so gut bin. Ah, okay, das ist. Das ist relativ simpel. Wenn die beiden bereit dafür wären, runterfallen gelassen zu werden. Shit. Beim ersten Versuch hatte ich es doch richtig. Warum bin ich nicht raufgehüpft? Das war dumm vielleicht, unter Umständen. So. Nein! Au. 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 Nicht mein bester Versuch, zugegeben. Okay. Und? Wusch! Können Sie bitte aufhören, über meine Mami zu reden, Alter? Da wäre ich ja voll dankbar für. So, wir packen dich hier hin. Und dann packen wir dich da rauf und dann hoffen wir, dass wir da hochkommen, was wir geschafft haben. Das war gar nicht mal so schwer, Dumbatz. Ich frage mich, ob es im Spiel irgendwo eine Stelle gibt, wo man eine ziemlich harte Abkürzung nehmen könnte. Könntest du bitte den Mund halten, Alter? Wäre das zu viel verlangt? Nein? Cool. Was, wenn ich dich hier hinpacke? Das bringt mir nichts. Allerdings. Okay. Wir haben den. Warte, das war's schon? Warte, das war's? Moment mal. Ich verstehe nicht, was ich gerade getan habe, aber ich glaube, ich habe es geschafft irgendwie. Ja. Das sieht mir ziemlich geschafft aus. Aus irgendeinem Grund. Hörst du mal aufhören, Alter? Ist nicht lustig. Ja, der macht Witze, die nicht lustig sind. Das mag ich nicht. Wir versuchen, die Testchambers nach diesem Mal zu approved, aber die Regierung denkt, sie seien zu cruel. Ich denke, ich werde ihnen sagen, dass sie keine Gefühle haben. Ich habe keine Gefühle, das ist korrekt. Und ich würde diese Testkammern auch nicht als zu brutal oder grausam einstufen. Mhm. Okay. Ich sehe schon. So. Was ist das eigentlich für eine dumme Regel, dass ich nicht in seine Nähe gehen darf? Ernsthaft. Das ist ziemlich dumm. Wie viele Checkpoints sind hier noch? Au. Okay. So. Wir bewegen uns einfach ein bisschen in Slow Motion. Statt uns zu warpen. Oh! Okay. Ich dachte gerade, oh, was ist das für eine dumme Stelle? Und dann ist es mir eingefallen, was ich tun könnte. Dann habe ich es getan und das war erfolgreich. Das war so scheiße erfolgreich, das glaubt ihr gar nicht. So, komischer Schalter, der mir nichts bringt. Box! Fuck. Shit. Ich glaube. Au. Okay, ich glaube. Erstmal, dass ich meinen Warp-Teil zu früh aktiviert habe und dann, dass ich die Box hier rüberpacken will. Und dann möchte ich darüber, dann da hoch, dann geht die Box hier mit rüber und dann suche ich darüber zu gehen. Und dann geht die Box hier rüber, dann gehe ich ebenfalls darüber, dann gehe ich da hoch, dann hole ich die Box hier hoch, dann gehe ich da hoch, dann gehe ich darüber, dann geht die Box darüber. Ich denke, ihr kennt meine Taktik gerade, oder? Ist eine gute Taktik, gebt es zu. Gebt es zu, dass die Taktik gut ist. Dankeschön. So. Bam. Yay. So, du verdammte Box. Weißt du, wie nervig es gerade ist, sich darüber zu schaffen?
Nein, weißt du nicht, weil du eine scheiß Box bist. Aber glaub mir, es ist ziemlich nervig. Vertrau mir da einfach mal, ich weiß, wovon ich spreche. Okay. So, dann komm so bitte. Kommst du bitte hier runter, Box? Okay, danke schön. Und jetzt kommst du noch ein Stück hier runter. Yay! Das war überhaupt nicht langwierig oder so. Okay, ich wollte gerade sagen, es stellt sich nur die Frage, wie ich da hochkomme. Und dann hat sich die Frage sofort beantwortet. Wow. Oh, okay, da brauchen wir Kisten vermutlich, um da was draufzustellen. Würde ich einfach mal behaupten. Und hier bekommen wir Kisten. Ja gut. Was, wenn ich einfach... Fuck. Okay. Och, was? Der Checkpoint ist da hinten? Okay. Ich glaube, ich weiß, wie ich mit der Situation umgehen kann. Und zwar ist mein äußerst komplexer Plan, einfach von hier aus die Box irgendwie hier rüber zu schaffen. Dann gehe ich da runter und dann Box. Komm hier runter. Dann gehen wir noch ein Stück weiter runter. Ich weiß gar nicht, ob das so... Warte. Was, wenn ich einfach... Nicht hier hin? Ne, da kommt nichts. Wird nur dieses Kackteil aktiviert. Okay, das bringt mir absolut gar nichts. Wenn ich da hingehen würde, würde dieses Kackteil aktiviert werden. Das bringt mir auch ungefähr nichts. Ich glaube, ich gehe gerade nicht den richtigen Weg oder den vorgegebenen Weg, aber wisst ihr was? Ist mir egal! Ich gehe den Weg, der mir sinnvoll zu sein scheint und das scheint mir hier gerade ein ziemlich sinnvoller Weg zu sein, bis ich zu diesem Moment hier kam, was halt nicht so schlimm ist, weil ich mich hier rüberworfen kann und bam! Okay, ich habe blaue Linien aktiviert. Das scheint mir doch soweit hilfreich zu sein, ja, blauen Linien. Ja, okay, danke schön. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Das ist eine ausgezüngelte Frage, werter Timmelton. Kleiner Timmy, das ist eine ausgezeichnete Frage. So, ich glaube, hier oben wollen wir nicht wirklich hin. Ach ja, ich darf ja nicht in die Nähe von dem Stachelteil. Stay away from this. Because I said so. Yeah, weil du es gesagt hast. Brüller. Lustiger Typ, leckt mich. Fuck, okay, den linken Weg haben wir schon. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Ach du Scheiße. Okay, pass auf. Wir machen einfach mal. Wir müssen das Teil an gewissen Stellen dann runterfallen lassen. Und zwar an einer ganz gewissen Stelle. Okay, ich wollte gerade sagen, ein komisches Zeitlupenteil könnte mir da doch helfen an der Stelle. Und ja, könnte es tatsächlich, wenn ich es einsetzen würde. Was ich jetzt tun werde. So. Okay, er ist da, wo er sein muss. Und wundervoll. Hallo, mein kleiner Blockelten. Fuck! Ich wollte mich nicht warpen. Da war so nicht beabsichtigt. Okay, wir merken uns. Wir sollten mit der Zeitlupe vorsichtig umgehen. Weil wir uns sonst einfach wegwarpen. So, okay. Du Fuck-Blockteil. Und kaboom! Okay, das war der richtige Weg. So, wenn er jetzt über dem Schalter ist, dann warpen wir uns endgültig weg und dann sagen wir... Kapau! Yeah! So, gibt's noch blaue Linien, die nicht aktiviert wurden? Ich sehe keine! Deswegen lasse ich das einfach mal als ein Nein gibt es nicht gelten. Ah, doch, das da oben gibt's noch. Ich weiß nicht, was ich da machen sollte dagegen. Ah. Das war ziemlich fancy. Wundervoll, 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 wundervoll. Chamber 8! Wisst ihr was, Leute? Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel geht. Ich werde mal schnell nachschauen. Dann werden wir es vielleicht weiter durchspielen.
Auf jeden Fall spielen wir im nächsten Part das Spiel weiter, weil ich es gerade ziemlich super finde. Bis dann. Gute Nacht.